Ja, hallo, liebe Buben und der Mädchen da draußen an den Fernsehgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von PROJECT: UNSTABLE 5. Huh, ich habe die erste Etage quasi fertig. Wie ich ja letzte Folge gesagt habe, wird das untere hier nur für Sauerstoffproduktion vorrangig sein. Ich sehe gerade, ich habe eine Lampe vergessen. So geht das aber nicht hier. Ja, Glas fehlt auch noch überall. Ja, aber das steht schon mal so. Ich habe hier vorhin schon mal geguckt, so ein bisschen, dass ich hier den Dirt reinhau. So soll das ungefähr aussehen. Fertilized Dirt ist halt so eine Sache, weil hier im Weltraum, wir können kein Wasser setzen. Das heißt, normaler Dirt fällt ein wenig flach, wenn wir das vor allem auch abfarmen möchten, das Zeug. Und da haben wir eigentlich nur Fertilized Dirt als Option, aber ich brauche 3 Stacks Fertilized Dirt für einen Raum. Ich habe 6 Räume. Und Fertilized Dirt ist bei uns ein wenig teurer, als man es vielleicht woanders kennt. Fertilized Dirt ist ein Double Compressed Dirt. Ja, 81 Dirt für einen Block. Also Dirt ist jetzt gar nicht mal das Problem, das können wir farmen. Das andere Problem ist halt Dung. Weil ich habe halt meine Tierfarm schon vor Ewigkeiten abgerissen. Ja, ich habe keine Tiere mehr bei meinem Haus und ich habe auch noch letztens meinem Nachbarn, den Gurkenmann, habe ich ganz viel Dung abgegeben, weil er seine eigene Space Station gebaut hat mit ganz viel Fertilized Dirt. Ja? Ich habe ihn da quasi subventioniert bei seiner Gurkenstation. Ja, deswegen habe ich jetzt auch zu Hause wieder eine Tierfarm aufgesetzt. So soll es halt aussehen. Ja, hier links, rechts Dirt bis an die Decke. Hier kommt dann Weizen hin oder Tomaten, Salat, keine Ahnung. Muss ich nochmal schauen, aber freie Auswahl. In der Mitte kommt dann ein Walkway. Hier die Dinger von Galacticraft. Die sind ziemlich cool eigentlich für die Sache. Ja, also wie gesagt, in der Mitte halt so ein schöner Walkway. Und dann wird in die Mitte... Ja, warte mal. Ich ziehe das hier gerade mal so ein bisschen... Er soll ungefähr so 3 breit sein. Und dann werde ich in die Mitte. Wo haben wir es? Da haben wir es. Oxygen Collector. Dann werde ich die nämlich hier in den Boden einlassen. Ja, so ein paar Stück. So. Die 9 Stück, die ich habe, dürften sogar für den Raum hier ausreichen. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, zack, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, der Boden ist quasi Oxygen Collector und das Geile an den Walkways ist, weswegen ich die benutze, es gibt 3 verschiedene Walkways. Es gibt den ganz normalen, auf dem wir gerade laufen, und dann gibt es noch einen verknüpft mit einem Aluminum Wire und einen mit einer Fluid Pipe. Das bedeutet, ich kann hier links die jetzt mit Aluminum Wires machen, das heißt, über den Boden werden die alle mit Strom versorgt. Und dann auf der anderen Seite Fluid Pipes, damit kann ich dann den Sauerstoff rauspumpen. Ja. Und ich hatte das mal ausgerechnet, allerdings habe ich es halt im Singleplayer schon getestet gehabt. Allerdings habe ich jetzt noch das Wesen ein bisschen größer gemacht, als ich es im Singleplayer gebaut habe. Und im Singleplayer habe ich schon irgendwie 4000 Oxygen pro Sekunde rausgezogen, was mehr als genug für die Space Station sein dürfte. Ja, bedeutet, ein Raum reicht im Grunde schon. Ja, muss ich mir noch überlegen, wie ich das ja alles aufteile. Aber das ist so der Stand der Dinge. So, das brauchen wir erstmal nicht mehr, das Zeug. Das kann auch weg. Wir werden jetzt nämlich was anderes machen. Erstmal nach Hause. So, mit unserer wunderschönen Replay. So, was aber ein anderes Langzeitprojekt, was ich heute gerne mal starten würde. Wir haben einen wunderschönen Mod drin. Wie hieß der? Aber Avaritia, wie auch immer man das aussprechen möchte. Der Mod mit dem Extreme Crafting Table. Mir fällt aber gerade ein, mir fehlt ein Netherstern. Scheiße. Ich habe gerade nur einen. Okay. 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 Ich brauche noch einen Netherstern. Leute. Ich habe es mir noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Avaritia. Ja. Braucht 8 Ingots. Schnauter der Tausendsasser hat das hier alles ein bisschen teurer gemacht. Oder es wurde durch ein Update teurer gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ein Ingot braucht... Irgendwie war es früher so, dass man, glaube ich, einen Netherstern mit irgendwas drumherum und hast du 8 Ingots oder so draus gekriegt. Aber jetzt brauchst du für einen Ingot 2 Nethersterne. 4 von diesen Dingern, das sind jeweils 5 Diamanten. Also 20 Diamanten, 2 Wither-Nether-Sterne für einen Crystal Matrix Ingot. Und wir brauchen 15 Ingots, um loszulegen. Ja, und das fängt ganz am Anfang an. Wir brauchen Nethersterne. Nethersterne, ich brauche, glaube ich, 1,5 Stacks Nethersterne, um die Wither-Sterne, nicht Nethersterne, sondern 1,5 Stacks Köpfe, um die Wither für die Nethersterne zu machen, die ich brauche. Und wie machen wir es am besten? Wir machen es mit einem Autospawner, mit einer Autofarm, whatever. Und die möchte ich jetzt gerne aufbauen. Ja, mal wieder ein anderes Thema, als ich eigentlich wollte. Wir befinden uns genau unter meinem Haus. Das wird lustig werden. Und zwar wollte ich es mit extra Utils machen. Ja, jetzt die Frage, wie machen wir das Setup? Das wollte ich gerne zusammen mit euch ein bisschen ausknobeln. Also, ich habe hier oben halt so einen Schacht neben dem Haus. Da würde ich dann einfach mal runterspringen. So, und im Grunde würde ich gerne hier oben den Spawner haben. Das müsste so vom Platz her, ja, vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten. Okay, jetzt funktioniert's. Okay, das ist halt ziemlich klein. Das müssen wir halt noch größer machen. 50 Millipockets, yes! Wir werden reich. Ich glaube, es braucht aber irgendwie 1, 2, 3 Eimer, bis das Ding mal was spawnt. Okay, aber das funktioniert. Die Items müssten hier drin landen. Jawohl, Confusing Powder. Hier oben müssen wir die auch noch rausziehen. So, das hatten wir festgelegt, ne? Jawohl. Okay, gut. Dann wäre das letzte jetzt noch, was zu tun ist. Den Raum hier so ein bisschen zumachen. Ja, ich werde das noch für die nächste Folge dann hübsch machen. So, und dann wird das hier quasi reingelegt. Ah! Oh mein Gott! Ah, 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 ah. Oh Gott! Erschreckt mich doch nicht so, da kommt das Instant, ey. Oh mein Gott. Dumme Sau. Oh. Okay, ich bin wieder wach. Oh, ich dachte, das hat gar nicht genug Essenz jetzt, um loszulegen. Okay, gib wieder her. Scheiße. Und wir haben den Kopf direkt bekommen. Yes! Und das ohne Drop-Chance erhöhte. Jawohl. Gut, nämlich das wird dann nämlich unsere Kopffarm. Wie man sieht, sie funktioniert wunderbar. Jetzt können wir uns theoretisch mit einem Cleaver hier hinstellen und ein bisschen in den Ring mit denen steigen. Ja, was nur jetzt nicht ganz so schön ist, was ich dann vielleicht noch ändern werde, ist den Raum hier unten größer zu machen. Weil hier spawnt ja quasi gar nichts. Ja, das ist viel zu wenig. Das heißt, ich muss den Raum unten wesentlich größer machen. Aber ja, das ist unser kleiner Mob-Spawner dann jetzt. Unsere kleine Farm. Einen Kopf haben wir. Einen Kopf von, wie viel brauchte ich? Ich glaube 1,5 Stacks, ne? So, ab wieder nach oben. Es ist Nacht, ich gehe schlafen. Und, ja, ich überlege mir, was wir gleich machen. Ja, gebt sie mir. Gebt mir eure Köpfe. Ja. Dieser Klima ist voll scheiße, der macht keinen Schaden. Oh, das wären zu viele. Lasst mich ausmachen. Nein, ich komme nicht von den Schalter ran. Scheiße. Warte, Essenz abdrehen. So. Kommt schon. Kommt schon. Jawohl, ich habe Köpfe. Warte, machen wir mal fix noch den Ring wieder an. Warum haben wir jetzt den Mana-Ring? So. Damit haben wir schon wieder einen neuen Drop of Evil. Einen Kopf haben wir schon mal. So, weiter geht's. Yes, wir brauchen 1,5 Stacks. Komm schon. Das funktioniert jetzt wie eine 1. Ich habe es ein bisschen angepasst. Ich habe unten den Raum größer gemacht. Ich habe mir eine kleine Treppe gemacht, damit ich hier leichter hoch und runter komme. Ja, also ich habe den Raum ein bisschen größer gemacht. Habe mit Fans, ja, nicht mit meinen YouTube-Fans, sondern mit Open-Blocks-Fan. Damit kann man halt den hinstellen und dann pustet der in eine Richtung. Sammle ich sie alle quasi vor diesem Grinder. Ich habe noch das angepasst. Oh, da kam gerade ganz viel. Die Essenz aus dem Ding hier geht auch jetzt in den Spawner rein. Nur aktuell macht es natürlich nichts, weil ich gerne mit meinem Cleaver die Köpfe abfahren möchte. Wupp. 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 Immer noch. Oh, ein Kopf erst. Mensch, gib mir deine fucking Köpfe. Immer noch was? Kopf. Lol. Man hat 50% Chance, der Creeper. Der Cleaver. Aber das Gute ist an so einer Farm jetzt mit Wither-Skeletten, Wir bekommen daraus Wither-Dust. Und Wither-Dust, ich habe schon wieder meinen Ventilator, verdammt. Und aus Wither-Dust können wir Wither-Dust-Blöcke machen. Und Wither-Dust-Blöcke sind Wither-Proof. Ja, das heißt, damit könnten wir eine Wither-Falle bauen quasi und dann mit Bellethorns töten oder so von Botania. Davon brauchen wir allerdings einiges. Ja, 4 pro Dings. Wir brauchen Iridium dafür und Obsidian. Aber will not be blown up by Withers. Damit könnten wir uns dann nachher eine wunderschöne Wither-Farm machen. Aber ich klopfe jetzt erstmal weiter für Köpfe. Die ich irgendwie nicht kriege. Ah! Wo ist der Kopf hin? Ah! Da ist er. Hört ihr es auch? Dieses trampelnde Trampeln von trampelnden Trampelhühnern. Trampelnd. Die trampeln den ganzen Tag. Und das nervt. Diese scheiß Dungfarm, ich habe sie zu dicht gebaut. Es gibt ja, bevor ihr halt sagt, es gibt ja einen Soundmuffler. Ja, ich weiß, aber der ist irgendwie verbuggt generell oder bei mir nur, keine Ahnung. Immer wenn ich im Bereich eines Soundmufflers bin, ist danach mein Ton verbuggt. Das heißt, ich habe dann keine Schritte mehr und so weiter. Und das hört sich dann richtig scheiße an. Und das will ich nicht. Jetzt habe ich nur doof gemacht, dass die Farm zu dicht ist. So. Ich habe, meine Mob-Farm da unten ist ein voller Erfolg. Ich habe mehr als genug Köpfe. Ich habe ganz viel von diesem Wither-Dust gefarmt. Ich habe fast mein gesamtes Iridium verbraten, obwohl ich war gerade auf dem Mining-Turn. Habe da ein bisschen was rausbekommen. Habe aber jetzt fast mein gesamtes Iridium dafür verballert. Also wenn ich mal ein großes Projekt mit Iridium mache, dann habe ich das schon nicht mehr. Aber das reicht jetzt exakt für einen Stack. Hallo? Oh. Oh, das hat mal gedauert. Für knapp einen Stack Wither-Dust-Blöcke. Und die sind, wie gesagt, Wither-Proof. Gut, dann brauchen wir noch ganz viel Soul Sand. Das habe ich auch. Und dann würde ich sagen, schopsen wir fix in den Nether. Ich will erstmal eine Methode ausprobieren, aber ich habe halt für das andere halt Mana-Pool, Bellethorns und so weiter, um ihn halt in einem Raum einzusperren. Aber erstmal, wie gesagt, hüpfen wir in den Nether. Geht's nicht zum Nether? Nether geht noch um die gute alte Art durchs Nether-Portal. So. Ich bin ein fucking Idiot. Nee, ich bin kein Idiot. Die Plank habe ich mit Absicht mitgenommen. Ich habe jetzt kurz vergessen, einen Lever mitzunehmen. Aber dafür haben wir einen Button. So. Es gibt eine gewisse Formation. Ne, das sage ich jetzt schon zum 10. Mal, aber egal. In der man den Wither einsperren kann. So. Wie muss das sein? Ich würde den Wither hier hinstellen. Hier draufstellen. Das Doofe ist jetzt so, die Piste wird wahrscheinlich verschwinden, wenn ich einen gemacht habe, oder? Also. Hier kommt der Wither hin, denn obendrauf... Okay, ich vertraue diesem Dustblock nicht, der hört sich an wie Sand. Dann muss das da oben drauf, damit der da quasi reingeschoben wird und dann da oben drauf. Boah, wie war das? Muss irgendwie... Müssen so die Blöcke da sein. Damit er... Man schiebt ihn halt hoch und irgendwie durch das Spawn, weil er 2 Blöcke hoch ist, ist er da drinnen gefangen im Bedrock mit dem Kopf hier oben und kann da halt nicht raus, weil er halt im Bedrock mittendrin steht. So, dafür muss man allerdings... Jetzt werde ich das vorher testen mit dem Button. Kann man den genau da dran setzen? Nee, aber... Aber das funktioniert. Alles klar. Gut, weil dann ist jetzt nämlich... Oh, bevor ich das aber mache, bereite ich mich erstmal vor hier. Warte mal, Strength, Instant Health, Regen. Machen wir Absorption vielleicht vorher. Sonst noch irgendwas? Resistance. Okay. Weil, wenn das Ding hier gleich schief geht, muss ich einen Wither fighten. Das wäre... da bin ich gerade nicht so drauf vorbereitet. Und wenn ich sterbe, sind hier ganz viele gute Sachen weg. So. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir die Hacken hinterher und kann losgehen. Warte, da fehlt noch ein Block. So, also, kurz die Bewegung nochmal. Wir setzen den Kopf, drücken auf den Knopf und dann müsste da oben drin theoretisch gefangen sein. Ansonsten, ich verstecke mich natürlich da hinten in den Raum wie eine feige Sau. Hopp. Hopp. Er steckt drinne. Stopp, 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 stopp. Warte mal. Nee, er steckt nicht drinne. Ich hab's falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Ne, er hängt drinne, oder? Hängt der drinne? Ich glaube, der hängt drinne. Komm schon. Jawohl. Und ich habe mein gutes Schwert nicht mitgenommen, ich Idiot. Oder warte ich doch, ich hab's dabei. Ne, ich glaube, der hängt nicht im... Warum kann ich nicht mehr nachladen? Jetzt. Ich glaube, der hängt nicht im Bedrock drinne. Ich glaube, der hängt nur da unter dem Block quasi. Aber das werden wir gleich herausfinden. So. Ein bisschen Absorption. Ein bisschen Resistance. Hi! Okay. Okay. Hilfe. Ah, ich hab noch volles Leben. Egal. Ah, scheiße. Ich hab's falsch gemacht. Ich Idiot. Ich brauche einen Schalter. Weil das Problem war, die Pisten hat sich wieder eingefahren und dadurch konnte er wieder runterfliegen. Scheißendreck. Okay, ich muss nochmal nach Hause und dann versuchen wir aber gleich... Oh, ich will nicht sterben. Gut, wir gehen erstmal nach Hause und dann probieren wir... Ah, falsches Schwert. Aber wir haben einen Stern. Hey! Stern Nummer 1 von 15 oder wie viel haben wir jetzt gebraucht? 15 glaube ich, ne? Oder 3. Ist auch egal. Erstmal nach Hause. Haha, diesmal komme ich besser vorbereitet, denn ich habe Schalter mitgebracht. So. Jetzt würde das aber funktionieren, ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch, das wird funktionieren. Nein, der steckt nicht drinne. Ach, das ist doch ein Scheißspiel. Mann. Das ist voll gemein. Okay, egal. Wir haben jetzt wieder einen Stern bekommen. Dann... Okay, ich dachte, die Blöcke kriege ich jetzt nicht wieder. Das wäre jetzt aber ein Skandal gewesen hier. Man kann es mit einer Spitzhacke ab... Ach, ich habe keine Spitzhacke. Ich bin gleich tot. Nein! So, wir sind hier niemals gestorben. Versuch Nummer 3. Ich habe einen kleinen Kasten gebaut. Ich habe leider nicht genug Blöcke gehabt, um ihn ganz zuzumachen. Deswegen werde ich den versuchen halt so zu töten, nicht mit dem Botania-Pflanzen. Habe versucht auch so ein bisschen oben den Bedrock zu nutzen, dass er oben halt nicht rauskommt. Ich habe noch ein paar böse Erinnerungen aus der letzten Staffel, wenn ich den in einem 3×3 Raum spawne, dass er da dann irgendwie rausglitschen kann durch die Seiten. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich meine, wir haben gerade schon mehr oder weniger gesehen, dass er die Blöcke auf jeden Fall nicht zerstört. So, wie sieht's aus? Er ist da drinne. Jawohl. Jawohl, das sieht doch gut aus. Dann können wir nämlich in Ruhe von hier abknallen. Und dann gehen wir gleich in den Nahkampf über. Und boxen den Typen da ein bisschen. So, ein Pfeil müsste reichen. Dann, jawohl, ist er im Nahkampfmodus. Boing, 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 wo ist er? Da. Ein. Jawohl. Okay, dann muss ich ein bisschen rumlaufen hier. So. Jetzt komm schon. Stell dich mir wie ein Mann. Du feige Sau. Lass dich von mir schlagen. Jawohl, von hinten. Na. Tada! Jawohl, super easy. Aber ich sehe gerade, der hat ja irgendwie keinen Schaden außenrum gemacht. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich easy peasy die Bellethorns hier aufstellen können. Kann man die hier drauf platzieren? Man kann sie nicht hier drauf platzieren. Das heißt, ich habe jetzt kein Dirt dabei, wa? Kann man die... Nein, natürlich nicht. Okay. Gut, ich muss nochmal nach Hause. Immer noch falsches Schwert. So, ab nach Hause. Oh, zack. Zack. Wither gespawnt. Tablet Miner. Und, abhauen. So, ich zück schon mal Pfeil und Bogen für alle Fälle. Oh, shit, das hat die kaputt gemacht. Nein! Meine Blumen! Du dumme Sau! Okay, das heißt, ich muss das... Jawohl, so macht man einen Wither kaputt. Okay. Das heißt, ich muss die Seiten am besten komplett zu haben, damit da keine Explosion durchkommt. Ah, da guckt ein bisschen durch die Wand durch. Edgy Badge. Kommst du nicht raus. Wo ist der Stern? Da ist unsere... Die Ernte unserer Frucht. Nee, die... Was? Die Frucht? Nein. Die Frucht unserer... Ernte. Ist ja auch egal. Ah! Ach, oh! Hab ich mich gerade erschrocken. Okay, ich würde sagen, das bedeutet, wir haben getestet und bewiesen, dass dieses Ding safe ist, diese Dust-Blöcke. Ich würde sagen, wir packen hier einen Nether und dann werde ich das in der normalen Welt aufbauen, dass ich hier nicht so weit laufen muss jedes Mal. Das heißt, ich werde nochmal ein paar Blöcke, ein bisschen farmen, dass ich mir noch ein paar Blöcke machen kann, damit ich einen festen Kasten habe und dann... Dann geht's ab und dann können wir endlich eine Nether-Stern-Farm in einer Form haben. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Uhu! Okay. Fazit. Die Blumen stehen zu dicht dran. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 Blumen verloren. Ich habe jetzt hier unter meinem Haus, habe ich jetzt so eine kleine Wither-Box. Ja, hier ist übrigens die Farm. Ja, gegenüber habe ich es jetzt einfach mal hingeklatscht hier. Läuft ziemlich gut, die Farm. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Gut, das heißt, ich darf jetzt ein paar neue Blumen machen, werde die 1-2 Blöcke weiter wegstellen. Und dann kann das frohe Witherkloppen beginnen. Wuhu! Wuhu! Da ist der letzte gestorben. Hi, Kawinska! Ich musste ein bisschen mit Obsidian verstärken, weil ansonsten ständig meine Blumen verreckt werden. Ich musste irgendwie ein paar Mal neu machen. Aber guckt's euch an. Guckt's euch an. Oh, verdammt. Nein, bleibt hier. 35 Nethersterne. Das hat jetzt über 1 Stunde gedauert, die zu farmen. Oh, ich hoffe es... ja, auf jeden Fall. Ja, worauf ihr am Anfang hinaus wollt, wofür wir jetzt genug Sachen haben. Wir brauchen den Dire Crafting Table für das, was wir vorhaben. Dafür brauchen wir 8 Crystal Matrix Ingots. Dafür brauchen wir jeweils 2 Nethersterne plus 4 Diamond Lattice. Die machen wir aus jeweils 5 Diamanten, sprich 20 Diamanten pro Crystal Matrix Ingot. Ich habe hier ein Stack. Ich war vorhin meinen sehr erfolgreich halt schön nach Dias geschnüffelt. Ne, falsche Tasche. Mining Bag. Da ist er. Ja, war ein schöner Mining-Turn. Und hier, bam, fast 3 Stacks Diamanten rausgeholt. So. So, das kann sich verpissen hier. So, wir machen jetzt ein paar hiervon. Wie viel können wir denn machen? 48. Ich glaube, wir brauchen... Wie viel brauchen wir denn? Warte, ich mach mal 20. Fürs Erste. So, das war schon Stack Dias, alles klar. Und dann Crystal Matrix Ingots. 5 Stück. Okay, gut, das hat nicht gereicht. Nochmal. Oh, es tut so weh. Es tut... Jetzt hat er doch alles gecraftet. Oh, du Scheißspiel. Jetzt hab ich nur einen Diamanten. Ich hoffe, den brauche ich nicht nochmal irgendwo. So, Ingots sind 12. Warte mal. Das heißt, ich habe mich verrechnet? Ich glaube, ich habe mich verrechnet. Nein, warum? Ach, scheiße. Ich habe nicht genug. Oder? Warte, wir machen erstmal den Crafting Table und dann gucken wir weiter. So, das ist ein Double Compressed Crafting Table. Ich nehme einfach mal so ein Stück hier. Kann man das eigentlich so? Nee, das ist was anderes. Okay, dann packen wir das mal. So, zack, 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 zack. Oh, dieses Hühnergeklimper war. Das tut mir echt leid. Das reicht nicht. Wir brauchen ein Double Compress, ne? Dann brauche ich noch... Wie viel brauche ich noch? Nee, Quatsch. So macht man keine Crafting Tables. So ungefähr? Ne, da fehlt noch einer, ne? Oder bin ich gerade blöd? Ne, da fehlen noch... Wie viel? Ist ja wurscht. Crafting Tables kostet ja nichts. So, das ist ein Kompress, die Das sind... Ach, hier, guck, perfekt. Ist abgezählt. Wunderbar. Ich bin der Beste. Bazinga! Dire Crafting Table. Holy shit, ist das Ding teuer, ey. So. Erstmal schlafen gehen. Bevor noch ein Creeper kommt, das Ding in die Luft springt. Das wäre es jetzt natürlich. Bam! Dire fucking Crafting Table. Aber ich habe mich jetzt... Wie konnte ich mich denn so verzählen? Wir brauchen... Ich habe jetzt nämlich 4 Ingots. Und wir brauchen... 1, 2, 3... Wir brauchen noch 3. 3 Stück mal 4 heißt 12. 12 mal 5 sind 60. Ich brauche noch einen Stack Diamanten. Och, scheißen Dreck, ey. Das ist so teuer. Das ist so teuer, es tut weh. Ich bin von meinem Mining-Trip zurück. Und ich habe die Tasche voll mit Dias. So. Ich hoffe, ich kann das jetzt fortführen, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar, habe ich das überhaupt schon mal gesagt in der Folge, was ich überhaupt machen will? Ich will einen Neutron Collector machen. Mit dem wir aufs Ende hinarbeiten, sage ich mal. Ja, heute ist der Anfang vom Ende. Denn wir haben ja diesen Avaritia-Mod drauf, ja. Und da gibt es halt richtig krasse OP-Items, Rüstung, whatever. Und mein Ziel ist es einfach, ich will dieses Schwert hier haben. Das Sword of the Cosmos. Ja, das möchte ich haben. Das ist mein ultimatives Ziel für die Season. Ja, ich will die Season nicht beenden, bevor ich nicht dieses Schwert habe. Und das ist halt ein sehr hochgestecktes Ziel, wenn man sich mal das Rezept anguckt. Ja, weil das ist noch das Billigste daran, was wir gerade gemacht haben, die Matrix Ingots. Ja, und dann geht's halt los mit Infinity Ingots. Das sind die Dinger hier. Dann braucht man ganz viel Neutronium. Und mit Neutronium fängt halt alles an. Ja, und dafür braucht man den Neutron Collector. Mit dem kann man halt dieses, ich glaube, Pile of Neutrons kriegt man da raus. Und die muss man halt höher craften, bis man die Ingots hat. Und aus den Ingots und mit anderen Zeug kann man dann später so die höheren Sachen in diesem Mod machen. Und der Anfang ist halt erstmal der Neutron Collector. Und den wollen wir jetzt ultimativ machen. So, wir brauchen wieder unseren hübschen Crafting Table, unsere Crystal Matrix Ingots, die wir bis jetzt schon hatten. Wir brauchen wieder Nethersterne und wir brauchen alle unsere Diamanten, die wir jetzt haben. So, ich brauche jetzt noch... Was waren das? Ich habe 4, ich brauche noch 3. Noch 3 von den hübschen Ingots. 3 mal 4 sind 12 von denen brauche ich. Okay. 1, 2... 12 Stück. Dann habe ich noch 13 Diamanten. Ich hatte irgendwie jetzt insgesamt 4, 5, 6 gefarmt. Jetzt habe ich noch 13 Stück übrig. Okay. 3 Stück. Jawohl. 7 von denen. Dann brauchen wir einen Haufen Tonnen Block of Irons, Block of Quartz und Redstone. Na. Was haben wir hier noch an Quarz? Ja, natürlich nichts an Quarz da. Shitty Bang Bang. Mann, ich dachte, ich hätte noch genug. Ey, was ist denn Shit? So, wir packen aber schon mal rein, was wir machen können. Platz, Gierschlund, du fette Sau. So. Okay. Kann man das eigentlich mit Shift-Klick reinpacken? Was wollte ich machen? Das da. Das geht sogar. Aber wir brauchen auch, da sieht man sogar, was mir fehlt. Wir brauchen noch 3 Block of Quartz. Wo kriegen wir die her? Okay, aus dem Meter. Dann muss ich mal fix niederlatschen. So, Quarz. Ich farm das Ding hier einfach mal weg. Und dann sollte es reichen. Oder? Ja, 3 dicke 11 Stück. Ab nach Hause. Blub, blub. Oh, seid ihr auch so gespannt? Neutron. Holy shit. Neutron Collector. Ah. Dafür müssten wir eigentlich einen eigenen Raum, ein eigenes Haus, ein eigenes Dorf bauen, für diesen eigenen Block, so teuer wie er ist. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben den Neutron Collector. Und der macht jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Sonnenlicht Dingsterbums. Ich glaube, der braucht direktes Sonnenlicht, um das... Warte mal, wir sind noch nicht weit mit den Prozenten. Dann können wir fix mal gucken. Oh, leck. So, was passiert, wenn ich es im Haus stehen habe? Es funktioniert auch. Ja, also es ist doch nicht, muss doch nicht im freien Himmel stehen. Aber wegen Platzgründen lassen wir es einmal hier stehen. Puh, okay. Gut, dann warte ich mal, bis er durchläuft und gucke ich mal, was da rauskommt. Also ich meine, dass da diese Pile of Neutrons rauskommen. Und wie viel, weiß ich auch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt und warte ab. Oh, die Spannung steigt und was kriegen wir? Yeah! Ein kleines Pile of Neutrons. Daraus aus 9 Stück. Wir können es für das Essenszeug brauchen wir das. Wir brauchen es ein bisschen für die großen Sachen. Aber wir brauchen noch 9 Stück für ein Neutronium Nugget. Das können wir, das brauchen wir auch für die Dinger. Und dann können wir aus 9 davon ein Neutronium Ingot machen. Und die Ingots braucht man in ganz vielen Rezepten. Das sind quasi immer so die Griffe von den Werkzeugen. Und bei der Rüstung... Ach du Scheiße, wie viel man da braucht, ey. Holy moly. Okay. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Anfang vom Ende. Das wird hier... Ich glaube, in dem Tempo dauert es Jahrzehnte, bis ich immer fertig bin. Und nur in der Nähe von dem schönen Schwert komme. Dann mal Sword. Nicht Sword, sondern Sword of the Cosmos. Da brauchen wir schon mal 2 Ingots dafür. Okay. Da brauchen wir einen davon, da brauchen wir ein Ingot für, da brauchen wir hier, da brauchen wir auch... Okay, also ich glaube, wir haben jetzt halt mal ein Ding davon, ja, damit wir mal so sehen, wie das aussieht. Und ich glaube, ultimativ, wie man es machen will, ist, dass du dann wahrscheinlich irgendwann stackweise von diesen Dingern irgendwo stehen hast, die das Neutronium-Zeug hier produzieren. Und, ja. Das ist der Anfang vom Ende. Ich hoffe, es war dennoch eine interessante Folge für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eure Daumen da. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Sag Tschüss, Geschlund. Sag Tschüss. Nicht hecheln, Tschüss sagen. Okay, erst schüchtern. Tut mir leid. Okay, bis zur nächsten Folge. Haut rein.